Hallo Hundefreunde, heute machen wir wieder so ein Video. Ich trainiere, baue Fehler ein und sage dann, der Hund ist schuld. Also, ich trainiere heute, Übung, Fokus ist drauf, sitze aus der Bewegung und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Also, es ist wirklich ein Video, wo ich jetzt nicht weiß, was auf mich zukommt, außer ich provoziere natürlich irgendeinen Fehler. Aber schauen wir einfach mal, wie es läuft. Gwindu? Gwindu! Arbeit! Jawohl! So, wir wärmen uns ein bisschen auf aus der Grundstellung. Ich habe ein Futter in der Hand. Ich laufe los. Lass das Futter los. Lauf weiter. Fuß, Fuß. Sit. Jawohl, prima. Toll. Also, auf Anhieb hat es gut funktioniert. Was heißt gut? Ich bin zufrieden damit. Jetzt kann man natürlich immer sagen, es muss ein bisschen schneller sein und deshalb muss ein bisschen in die Richtung stehen. Aber wir wollen ja keine Wissenschaft draus machen. Ich möchte ja Spaß haben mit meinem Hund und natürlich aber trotzdem ordentlich trainieren. Soweit jetzt die Übung. Fehlerlos. Jetzt schauen wir mal, was alles so passieren kann. Und ich möchte euch auch erklären, wie man eigentlich so weit überhaupt dann kommt. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich damit angefangen habe. Futterstückchen hier rein. Ball könnt ihr auch nehmen. Ich bin rückwärts gelaufen. Lass ihn schön in die Hand hier rein, klassisches Futter treiben, zieh hoch, lass ihn sitzen und bin erstmal mit stehen geblieben. Das war Phase 1. So, dann das wiederholen, bis der Hund die Bewegung drauf hat. Kommando habe ich erstmal keins gegeben. Ich nehme es wieder, lauf los. Jetzt ziehe ich hoch und mache noch einen Schritt nach hinten. Und jetzt hoffe ich, dass er sitzen bleibt, macht er. Und ich habe hier schon mal eine Distanz reingebaut. Also ich bin jetzt in Level 2. Wir versuchen es weiter. Ich mache wieder das Gleiche, nehme ihn wieder mit hier, ziehe die Hand hoch, gehe nach hinten, fütter die Hand leer, gehe mit der leeren Hand zurück. Wichtig ist jetzt, dass ihr erstmal das Futter losbekommt. Ist kein Problem, ihr wartet ja drauf, will es haben. Aber wenn ich mit Futter zurückgehe, dann zieht ihr den Hund ja mit. Das Futtertreiben geht für den Hund weiter. Er bleibt wunderbar sitzen. Ich gehe zurück und kann dann eigentlich schon mal in die richtige Position rein. Wenn er sitzen bleibt, jawohl, da gibt es was dafür. Super. Also, ich habe ihm jetzt geholfen. Bei dem Sitzen aus der Bewegung, er ist dann schön sitzen geblieben, bin zurück, habe die Übung schon mal zum Abschluss gebracht. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich das Ende schon fertig. Ich muss jetzt nur weiter dran arbeiten an dem ersten Teil. So, nächste Phase, die man machen kann, ihr könnt übrigens auch auf die andere Seite gehen. Das ist jetzt erstmal wurscht beim Rückwärtslaufen. Ich mache es jetzt mal hier drüben, hochziehen, gutes, Hand ist leer und dann kann ich auch von hier weggehen. Ist alles kein Problem. Das funktioniert. Also da muss ich jetzt nicht dran arbeiten. Jetzt kann man sagen, ich möchte es ein bisschen schneller haben oder ich möchte noch eine andere Methode ausprobieren. Das wird jetzt bei meinem Hund funktionieren. Nehme an, es hat jetzt nicht funktioniert. Also brauche ich als Hundetrainer irgendeine andere Methode. Probieren wir eine aus. Ich nehme ihn jetzt bewusst auf meine rechte Seite, wo er später in der Prüfung ja nicht läuft. Hat den Hintergrund, wenn ich jetzt irgendwas verhau, falsch mache, kann ich die eigentliche Position nicht verbrennen, sage ich jetzt mal. So, jetzt laufe ich und dann gehe ich hier in den Weg rein und ziehe hoch. Jetzt hat man gesehen, bei meinem Hund wird gerade die Übung nicht funktionieren. Ich versuche es jetzt trotzdem mal auf der richtigen Seite. Mal schauen, ob es da besser funktioniert. Funktioniert nicht, weil er versucht, hier in die Grundstellung mit reinzugehen. Er denkt eher, ich trainiere hier die Wände mit ihm. Und da sieht man schön, was bei einem Hund funktioniert, funktioniert beim anderen nicht. Und das ist wieder genau der Spruch. Deswegen heißen wir Training aus Hundesicht. Sucht die Methode, die zu euch passt. Nicht eine Methode irgendwo anschauen, durchsetzen und dann immer euren Fehler oder den Fehler beim Hund suchen. Es ist vielleicht der Fehler, wie jetzt hier in der Methode, hat man wunderbar gesehen. Also, ich würde jetzt bei meinem Hund hier weggehen, von diesem Eindrehen, funktioniert nicht, mach so weiter wie gerade. Ich zeige es euch nochmal mit dem Rückwärtslaufen. Kann man natürlich auch Geschwindigkeit reinbringen, hochziehen, wenn der Hintern schön am Boden ist, dann gibt es das Futter. Also da wäre jetzt Level 3, dass ihr einfach schnell nach hinten geht. Ich weiß, es gibt noch ganz alte Methoden mit Leine und so weiter. Auf die möchte ich nicht eingehen. Die lehne ich grundsätzlich ab. Ich denke, die schon länger dabei sind im Hundesport, wissen, was ich meine. Ich arbeite lieber so, dass wir Spaß dabei haben. Wenn ihr weiter Methoden haben wollt, ohne Zwang, ohne Stress, sondern mit Freude am Hundetraining, dann schaut hier in dieses Video rein. Bis bald, euer Roland von Training aus Hundesicht.de. Tschüss.